Ich habe die Macht von Obsidi Prime. Das ist doch mal ein schöner Anfang in dem Part. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Agrarian Skies Hardcore Quest. Ja, wir haben im letzten Part mit ein paar Umständen doch geschafft, das Schwert zu bauen. Obsidi Prime. Ich weiß, ein sehr kreativer Name. Ich bin so stolz auf mich, ich könnte weinen vor Freude. Oder aus Scham, das ist jetzt in dem Fall irrelevant. Moment, ich möchte jetzt mir mal kurz eine Kiste dazu basteln, bevor wir es ausprobieren. Und zwar eine Kiste nur speziell für diese Casts hier. Ich glaube, die ging so, wenn ich mich nicht recht irre. Nö? Wie ging das nochmal? Moment. Pattern. Chest, hier war sie, genau. Ja, fast. Fast. Okay. Dann so, und die pflanze ich auch mal direkt an die Smeltery dran, weil ich kann sie da am häufigsten hier brauchen. Irgendwo, wo es möglichst wenig im Weg steht. Hier. Mittendrin. Da ist am schönsten. So, dann hauen wir mal das ganze Zeug hinein. Das zum... Ja gut, dann halt so rum. Dann nehme ich die hier auch mal gleich mit. Die habe ich schon mitgenommen. Okay, dann passt's. So, wir wollen jetzt Obsidi Prime ausprobieren. Und schauen, wie es wird. So, dann hauen wir mal. Hui, hui. Hui. Das brezelt gut in euren Gesichtern, gell? Und das brezelt in meinem Gesicht. Hier. Ein Creeper One-Hit. Und dabei ist sie noch nicht einmal ausgeformt, diese Kraft in diesem Schwert. Wenn wir da mal ein bisschen skillen mit, dann wird das ziemlich gut brezeln. Dann ist das ein Nippelzwicker von sonderen Gleichen. Hab ich hier? Genau, hier habe ich die drin gehabt. So. Hier kommt dann das Krusch hinein von dem, was wir noch brauchen. Hier das Monsterzeug. Dann hier kommt das auch noch hin. So. Wir haben nach wie vor das Problemole, dass hier ich weitermachen müsste. Dazu müsste die Baumfabrik etwas schneller laufen. Was sie ja im Allgemeinen nicht tut. Sie öckelt so langsam vor sich hin, wobei die Äpfel nehme ich gern. Ich habe den Juicer. So. Und dann werde ich hier oben mal wieder etwas weiterschrauben, während ich da unten warte, dass die Monster, dass das Enderman spawnt. Wir hatten ja schon mal das Glück, einen Enderman zu begrüßen zu dürfen. Allerdings hatten wir auch so einen nervigen Partysprenger. Jeder hat so einen Freund, der auf eine Party kommt und es ist sofort die Stimmung im Arsch. Nee, 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 nee. Hatten wir alle schon mal. Once in your lifetime. To be an adult, you have to know. Which is a Partysprenger und which is a Hügelparker. Alles wichtige Informationen für spätere Leben. Ja. Mit diesen weisen Worten hier werde ich hier an Uki erstmal verzweifeln, weil ich will, das Holz ausgeht. Ja, verdammt. Und vor allem, ich sehe auch, dass ich es nicht gerade besonders symmetrisch aufgebaut habe. Hier habe ich die Ecken komplett ausgelastet und hier nisch. Ich glaube, das ändere ich jetzt. Jo. Das ändere ich. Vor allem, weil es scheiße ausschaut. Dann können wir es jetzt symmetrischer machen. Yay! Okay, dann das Aufgebaute abreißen und dann damit weiter aufzubauen. Yay. Das ist schön, wenn Arbeit für den Arsch war. So. Aber was wir noch brauchen, sind Leitern, die ich vorhin abgelegt habe. Wo haben wir sie denn? Doch sonst. Hamas oder Hamas nicht? So. Dann hier wieder auf. Das Leben ist ein Auf und Ab. Man möchte es gar nicht glauben. Nein, ich reime jetzt nicht wie Pumuckl ein was auf Trauben und so weiter, nur damit es sich reimt. Weil nicht alles, was sich reimt, ist gut. Wie war das noch? Nichts reimt sich auf Uschi. Ne? Nein, 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 nein. Ich verkneif es mir gerade. Ah, man, wenn man nichts zu kommentieren hat, weil es momentan gerade solche Bauaktionen gibt. Na gut, ich könnte... Ah! Herzinfarkt. Das könnte ich kommentieren. Okay, nee.
Ich riskiere jetzt mir nicht weiter meinen Hals für diese ganzen Scheiß. Was ich stattdessen mache, ist berichten darüber, wie ich zu planen vorhabe. Mal gucken, ist das überhaupt noch symmetrisch? Nee. Dadurch, dass ich ja alles von innen aus angegangen bin, sieht das jetzt natürlich... Nein. Das muss ja auch noch weg, oder? Jo, das muss noch weg. Dann ist wieder symmetrisch. Schön. Oh, ich hatte jetzt für einen Moment einen Herzinfarkt. So einen kleinen designtechnischen. So, ja genau. Ich habe vor, das Ganze etwas plateaumäßiger zu halten. Und zwar, dass die Äste... Also ich nenne es jetzt einfach mal in Ermangelung der besseren Beschreibung Äste. Effektiv, was vielleicht noch umschreiben können, wäre mit Plateaustützbalken. Ah, da ist immer noch nichts Interessantes gespawnt. Mit Plateaustützbalken, auf denen dann halt natürlich bestimmte Plattformen sind. Zum Beispiel, ja, ihr müsst euch vorstellen, hier ist so ein Ast raus. Dann mache ich das einfach nur so eine Platte draus. Oder mache ich es wellig oder passe je nachdem an, was darauf vorkommt, je nachdem, was darauf ist. An und dann halt eben so das Ganze dann ein bisschen auszuschmücken. Und das habe ich dann vor, mit euch zu bauen. Jetzt muss ich kurz zählen, ob das passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, es muss 3 auf jede Seite. Scheiße, das hier muss weg. Schön. Ja, und ich habe... jetzt werde ich noch besser mit der Holzaxt hier. Sehr schön. Passt das dann noch mit der... Okay, designtechnischer Herzinfarkt ist gerade eingetreten. Na! Okay, ich muss doch umbauen. Wobei, wie war das noch? Ein Baum darf asymmetrisch sein und so weiter. Ich könnte eigentlich diese Platte so lassen. Warum? Weil sie von späteren technischen Nutzen ist, was das Design natürlich wieder unterstreichen würde. Ich bin ja Techniker. Und Techniker lieben es, wenn etwas funktioniert. So. Weil das kommt mir eigentlich doch gerade eigentlich ein wenig entgegen, dass das so eine große Platte ist. Weil es gibt auch mehrere Sachen, die man an die Wand pappen könnte. Und vor allem die auch mit der Verkabelung wird es dann deutlich einfacher. Okay, wir lassen das so. Es hat einen technischen Designgrund. Eine Existenzberechtigung, wie man so schön sagt. So, und das hier muss weg. Dann ist es der letzte. Und dann kann ich wieder weiterarbeiten. Wie normal gehabt. So, dann muss ich mir nochmal angucken, ob das mir wirklich auch in mein Designer-Auge passt. So. Passt das in mein Designer-Auge? Enderman! Okay, das war eine entsprechende schöne Umschreibung. Für das, dass es mir nicht so wirklich gefällt, aber es funktioniert soweit. Immer schön auf den Abstand. Ich redete noch gerade davon. Nein. Ich brauche den Creeper hier. So. Der Creeper ist weg, da müsste aber noch was sein. Sehr schön. Der Enderman ist alleine hier. Immer schön auf die Füße gucken. Eine Enderperle! Wie geil ist das denn? Okay, mein Ziel wurde erreicht, ich kann weiterarbeiten. Sehr schön, ich brauche mir jetzt nicht mit irgendwelchen Kram herum arbeiten. Ich kann mit dem technischen Zeug fortfahren. Endlich! Endlich! Ha, schön. Okay, für den Feier des Tages trinken wir ein. So. Schön, nach der 10. Minute endlich was Anständiges passiert. Ich bin nur nicht zufrieden mit dem ganzen Suff. Hier, so, weiter. Mein Apfelmost hinein. Yeah. Wie war das noch, was Ned Flanders gesagt hat? Ist es klar und nicht trübe? Ist es trübe und nicht klar, dann ist es Most, ohne Frage. Nee. Zähfix, ich habe jetzt selbst den rein verkackt. Ah, okay. Mein Technikerherz fliegt gerade vor Freude in den Dreieck. Darum werde ich mich auch dem hier gleich annehmen. Warum habe ich eigentlich hier mehrere Plätze für dasselbe Produkt? Ah, Mensch, okay. Der Creeper, der mir hier beinahe das letzte Mal eins
aufgezehrt hätte, werde ich hier mal ganz schön an die Wand verfrachten. Ich werde jetzt noch schnell die Leitern platzieren, damit die jetzt nicht nur irgendwelchen Inventarplatz einnehmen und auch irgendeinen anderen Inventarplatz. 1, 2, 3. So, hier eine Fackel drauf. So, dann ist das jetzt auch erledigt. Dann lege ich gleich einmal mein Werk, also mein Holzwerk, in die Hände des Systems. Kann das sein, dass mir gerade hier ein ganzer Stack irgendwie flöten gegangen ist? Wäre schon ein bisschen hart. Na, egal. Okay. Ich brauche Obsidian. Moment, ich zeig euch jetzt, was ich vorhab. Vakuum Hopper, da haben wir's ja. Ich brauche Obsidian und einen Hopper. Das erste Mal, dass ich das wirklich sage. Ich brauche einen Hopper. Okay, Alu 5 oder Eisen 5? Was haben wir zur Verfügung? Wir haben 4 Eisen und 4 Alu. Das war so klar. Gut, wir haben hier aber noch ein bisschen Alu in Rohform über. Das heißt, wir können das jetzt gleich mal verwenden. Hier wäre auch noch ein Eisen. Und weil Eisen wichtig ist, werde ich das in Alu machen. So, dann fange ich auch gleich mit der Kiste an. Dann mit dem Obsidian, mit dem Konstrukt, was wir vorhin schon hatten. Und zwar mit dem weg hier. Also mit der Direkteinfüllung mit dem Tank und so weiter. Dann das hier. Den Tank, den ich hier zwischenlagerte. So, so und so. Dann den Eimer hier rein. Und ich freue mich gerade, ich darf einen Hopper basteln. Ich darf einen Vakuumhopper basteln, um mir somit die ganze Arbeit zu ersparen. Weil dann kann sich jetzt nämlich auch gleich mit dem nächsten technischen Gehabe anfangen. Ja, was mache ich da? So, effektiver. Und den nächsten technischen Gehabe anfangen. Und zwar mit einem ganz schönen Produkt, welches sich Dingenskirchens, jetzt habe ich tatsächlich den Namen vergessen, verdammt, ein Produkt, welches sich Pulverizer nennt. Und mit diesem Pulverizer automatisieren wir das Teil da. Sehr schön. Ist noch was drin? Ja, ein bisschen Alu. War jetzt nicht so genial, war eine doofe Idee. War eine hundsdoofe Idee, weil jetzt muss ich das Ganze wieder zurückkippen. So. Schön. Empty. Passt. Alles ist da, wo es sei soll. Dann kommt das hier weg. Das kommt hier in meine Auswahlliste. Rein. Und drauf. Alu ist ausgewählt. Sehr schön. Damit nehme ich hier auch mal die Kiste. Das hiesige Alu mit. Nehme das hier mit. Mach hier auch gleich den Hopper. Na, so. Dann hier das Vakuumhopperteil? Yeah! Moment, das war eine Quest, wenn ich mich nicht recht irre. Einen Vakuumhopper zu basteln. Dich nehme ich auch mit. Ja, zieh fix! Maus, so jetzt passt's. Funktioniert wieder. Vakuumhopper, genau. Und Accuse Accumulator, den ich sowieso vorhatte, in nächster Zeit zu bauen. So, dann werde ich das hier Ganze auch mal etwas gestalten. Ich pflanze hier den Vakuumhopper drauf. Sehr schön. Und ich werde euch mal gleich demonstrieren, was er tut. Ich schmeiße jetzt hier die Fackel hin. Flupp. Drin ist es. So, und das Ding funktioniert sowohl für XP als auch für Items. Ist das nicht geil? So, und ich gestalte jetzt hier mal an der Seite einen Ausgang für Items. Setze diese Kiste hier, welche ich mir jetzt mal ganz gemütlich unter die Finger reißen werde, unter den Nagel reißen werde, so, so rum. Das hier, das ist hier, das hier kommt dahin und mach ich auch mal hier rein. Ich weiß, dass es woanders vorher war. Dann kommt die Kiste hier hin. Okay, es war eine scheiß Idee, das dahin zu pflanzen. Hier kommt nämlich ein Ausgang hin. So, dann kommt hier ein Item Duct hin.
mit einem Ausgang. Dann kommt noch ein Redstone-Signal dazu, welches ich hier hin platzieren werde. Sieht scheiße aus, aber es funktioniert. Und ich werde das nachher sowieso später in den Baum hineinpflanzen. So. Und nun brauche ich selber nicht mehr 7. Ich demonstriere das mal. Ich habe ja hier Gravel vorbereitet. Vor langer Zeit. So, das wird jetzt eine Weile dauern. Ihr seht, das geht jetzt hier voran. Ich beschleunige das Ganze mal mit Mithelfen. Und alles geht dann hier in den Hopper über das Rohr in die Kiste. Schön, nicht wahr? Okay, das hier ist auch wieder eins dieser Systeme der Endverarbeitung. Es ist kein selbsterhaltendes System. Wir müssen aktuell noch nachfüllen. Und zwar nämlich das hier. Das Gravel wird per Rechtsklick von dem Automus Activator hier in das Sieb hineingetan. Er arbeitet auch selbstständig voran. Ihr seht, relativ langsam. Aber er tut's selber. Wir werden später, sobald wir wieder Diamanten und Rubles haben, also nicht Rubles, sondern Ruby, Smaragde sind's hier, also Emerald, werden wir hier noch 4 dran klatschen, damit das deutlich schneller geht, dann wäre es eine vierfache Geschwindigkeit. Und der saugt das Ganze gemütlich ein. Ich habe hier schon erklärt, wie die Rohre funktionieren. Das heißt also, hier muss ein rotes Ausgangssignal sein, das ist keine Maschine, die drückt. Eigentlich können nur wirklich Maschinen von Thermal Expansion drücken. Das ist zumindest so meine Erfahrung gewesen. Diese Maschine drückt hier nicht. Das heißt, sie braucht ein Redstone-Signal, damit das Rohr saugt. So kann man sich vielleicht eher erklären. Das Rohr saugt die Items hier am Ausgang ein und lagert sie in dieser Kiste ab. Und ihr seht, das geht schon von ganz schön von alleine. Und unser nächstes Ziel, welches wir jetzt hier verfolgen werden, ist etwas, das nennt sich Pulverizer, hier haben wir es da. Dieses Ding, relativ billig zu machen, relativ. Für uns aber momentan etwas aus der Reichweite, wegen dem hier. Wir brauchen ein Redstone. Das heißt, ich brauche etwas Dust. Weil wir haben nur ein Redstone zur Verfügung. Was ein bisschen doof ist, nach meiner Meinung. Allerdings soll es mich jetzt nicht stören. Und ich meine, wir hatten schon 3 Iron. Oh, wir haben sogar 4 schon. Sehr schön. Dann kann ich hier auch gleich mal wieder was Neues schmalzen. Wobei, das machen wir. Ich veredel das Ganze jetzt nochmal schnell. Vielleicht kriege ich ja noch etwas raus, um es zu vermehren. Ja, schön, das ist so viel zum Veredeln. So viel zum Veredeln. Der Veredelung der Arbeitskraft ist es auf jeden Fall nicht. So. Wollen wir noch schnell einen Hammer. Ich werde den noch eine ganze Weile brauchen. Und wirst du mehr? Schön, er wird mehr. Und vor einer beschissenen Menge. Verdammt, verdammt. Ist jetzt irgendwelches Eisen gekommen? Jo, hier ist ein Eisen gekommen, aber nicht genug. Aber etwas Kupfer und etwas Alu ist gekommen. Sehr schön. Es ist so schön, wenn man sich nicht mehr selber drum kümmern muss. Ist das, findet ihr das nicht auch geil? So. Das halbe Herz lagere ich. Wo lagere ich das denn zwischen? Ja, hier, weil Platz und so weiter. Dann hier. Kommt jetzt so irgendwas ein Eisenteil? Oder nicht? Das ist noch vorhanden. Nickel ist jetzt dazugekommen. Ich warte jetzt hier nicht davor. Kuri, das machst du nicht. Das tust du deinen Zuschauern nicht an. So, dann hauen wir hier mal gemütlich drauf. Vervielfachen das Ganze mal etwas, beziehungsweise verkleinern wir das einfach nur. Ah, Fliege! Verdammt, Entschuldigung, tut mir leid. Für die, die sich jetzt erschrocken haben, weil ich gerade so laut war. Nein. War nicht meine Absicht. War nur pure Reflex. Aus Angst. Um mein Leben. Da war eine Fliege. Es war nur es ging um mein Leben. Oder ihr Leben. Und ich entschied mich für meines. Ist das so verwerflich? Ist es wirklich so verwerflich? Nein, ist es nicht. Nein. nee, du. Manchmal frage ich mich, wie man eigentlich auf solche Witze, die so manche Let's Player treiben, eigentlich kommt. Weil spätestens dann, wenn ich mir selbst wieder zuhören werde, beim Schneiden, kommt so ein oder andere Gedanke daher und sagt, hey,
warst du da gerade wirklich geistig anwesend? Und ich kann ganz eindeutig beantworten, aus vollem Herzen, nö. Nö, tut mir leid. The person you have called is temporarily not available. So viel zum Thema. Ja. Gut, das Tin werden wir jetzt hier auch mal kurz etwas... Hatte ich hier noch etwas Tin? Jo, hatte ich. Sehr schön. Es ist schön, wenn der Arbeits... wenn sich das Arbeiten aufteilt. So, Aluminium darf ich nicht... Die darf ich nicht mischen. Habe ich wirklich kein Eisen wieder bekommen? Jo, hier Eisen. Aber natürlich in beschissenen Mengen. Gut, dann hole ich das wieder zurück. Dann tue ich das wieder zurück. Überlege jetzt effektiv, was brauche ich wirklich? Ich brauche Dust. Ich brauche Dust. Das, was etwas, was jeder Endless Space Spieler auch braucht. In Unmengen. Oder jeder Unepic Spieler. Oder jeder Minecraft Spieler. Herrschaftszeiten, wofür braucht man überall Dust? Naja. Gut, nachdem wir hier das jetzt schön in den Gravel in Dust umgewandelt haben, wird sich da hier gleich auch was ansammeln. Gut, dann ist das hier halt wieder etwas zu vermehren. Soll mich auch nicht stören. So, dann habe ich hier einen Sandhaufen. Kommt da noch ein bisschen mehr raus? Jo, nee, doch nicht. Es hat mich verarscht. Nicht geil. Mhm. Ein bisschen Glowstone. Na, nichts Besonderes. Dammisch. Ich nehme jetzt noch ein paar Pulversachen mit. Ich möchte jetzt hier ein bisschen in der Kiste Platz machen. In der Hoffnung, dass wir hier etwas organisierter werden können. Wobei ich das für einen Wunschtraum halte. Für einen weit entfernten. Was ich hier eher hoffe, ist, dass hier irgendein Redstone vorbeilächelt und sagt, hey... Könnte cool werden. So mit euch. Hier in einem Haufen. Das ist Raw Plastic. Das stört mich jetzt. Ah, Redstone. Geil. Passt. Okay. Damit hat sich die Arbeit auch wieder erledigt. Hier ist Broken Tin. Gut, dann habe ich hier einen Block Platinum. Ansonsten reiht sich hier nur Gold noch mit rein. In die Reihen. Dann, wo haben wir hier noch? Das kann jetzt auch hier mit rein. Tin is broken. So. Damit das hier im Übersicht bleibt. Kupfer habe ich nicht zur Verfügung. Alu. Nee, ist alles Tin. Alu sieht doof aus. Nickel? Nickel habe ich aber gesehen. Hier habe ich Nickel gesehen. So. Dann ist hier wieder Platz. Schön, dass es hier in Reihe und Glied sortiert. So, passt. Hier ist alles... Moment. Ich habe hier noch Blei. Blei, passt. Hobby A. Blei-Hobby. Es ist mein Hobby-Blei. Okay, Nickel rein. Dann Platinum rein. Und ich glaube, Blei mischt sich mit fast auch nichts. So, wir haben... Redstone. Leus. Ich habe jetzt schon einen Moment Angst gehabt, wo das Redstone verschwunden ist. So, dann bauen wir gleich mal den entsprechenden Coil. Dann ist schon mal die Hälfte des Problems vorbei. Wir brauchen jetzt nochmal etwas Gold. Moment, ist Aluminium im System? Nee, aber ich habe hier etwas Aluminium da. Das sind zwei Barren, das reicht nicht. Okay, dann hat sich das hier erledigt. Dann brauchen wir tatsächlich hier... 4 von, was mir ein bisschen im Herzen wehtut. Dann kommt hier das hin, das dahin. Und Glas hatte ich hier auch noch irgendwo rumfliegen, bin ich mir zumindest sicher gewesen. Das war das falsche Glas, das ist nicht genug Glas, verdammt. Ich muss tatsächlich jetzt noch ein bisschen Steine kloppen. Und, ja, mache ich gleich mal ein 8. Teil. So. Ich möchte ja nur eine Kohle, mit der Kohle nicht so sehr verschwenden und der Rest nervt mich sowieso schon allgemein. Dieses ganze Herumgefumsel mit Holz im Ofen, nee. Nee. Immer schön Koks reinhauen. Und nicht das teurere davon. Ne? Du weißt Bescheid. So, Sand. Is now available.
Dann tun wir hier mal rein. Ein. Herzpimperl, was machst du da? Dann tun wir hier die Kohle hinein. Wir platzieren schon mal die ersten zwei Gläser. Schauen, wie es da drin mit dem Schmelzen aussieht. Das Nickel sieht gut aus. Das Nickel macht eine gute Figur. Und ich habe schon wieder mit dem Aufnehmen übertrieben. Nein, nein, nein. Okay, dann wird der Pulverizer doch im nächsten Part sein. Ich gieße das hier noch schnell aus, während off-cam, gieße ich das hier noch schnell erst ein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Pulverize Agrarian Skies Hardcore Quest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für die Gott.